Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. Der RTW ist schon wieder da mit einer weiteren Patientin, auch wieder für die Traumatologie. Ja, das muss besser werden, Leute. Das muss wesentlich besser werden hier, ne? Wir wollen jetzt die Zimmer gestalten für die Traumatologie hier, dass wir hier auf jeden Fall die Möglichkeit haben, die Zimmer zu beziehen. Da die Tür hin. Welche Farbe? In grün machen wir, ne? Genau, in grün. Das ist das richtige Grün. Das ist das richtige Grün, ne? Ja. Dann können wir den Raum schon mal auflösen. Nein, das sollte ich jetzt nicht. Schaut jetzt die Farbe ändern. Danke. Sollen wir die machen oder sollen wir die anderen machen? Wir haben, glaube ich, die. Ne, wir haben die, ne? Ne, wir haben die. Okay, dann nehmen wir auch die. Die Gerätschaften müssen rüber. In schwarz, in grün wieder. Grün für die Hoffnung oder gelb für die Hoffnung, ich weiß es jetzt nicht. Ein Wanddefibrillator. Desinfektionsmittel. Geräteschrank. Kommt da ein Poster hin. Da kommt die Blume hin. Das sieht doof aus. Dann kommt da der Dings hin. Dann kommt da noch eine Blume drauf. Dann kommt da noch eine Pflanze hin. Nehmen wir die hier. Dann sollten die es auf jeden Fall wesentlich schöner hier haben, ne? Genau. Dann ist der Raum nämlich auch leer. Dann können wir den nächsten gestalten. Ja, und so wirkt sich das jetzt aus.
dass wir hier dementsprechend die ganzen Betten rüber switchen, die ganzen Gerätschaften rüber switchen nach und nach. Und so die ganzen Zimmer jetzt leer kriegen, ne? Von da drüben. Das ist wesentlich schöner gestalten auf Dauer. Der Wanddefibrillator, der kommt dahin. Kommt da wieder eine Türe rein. Hier kommt, dann kommt er dahin, ne? Ja. Dann kommt hier Desinfektionsmittel rein. Dann ist das vorhanden. Und dann kommt noch der Schrank. Das Poster kommt noch rüber. Das kommt hier hin, genau. Dann kommt in die Ecke noch die Blume. Dann kommt hier noch eine Pflanze drauf. Dann noch eine Topfpflanze hier. Dann ist der nächste Raum leer. Sehr gut. So, wir gucken jetzt mal, dass wir nach und nach die ganzen Traumatologieräume hier leer kriegen. Dass die Patienten rüber switchen. In die neue Abteilung. Die beiden sind leer, da können wir die schon mal auflösen. Die beiden sind leer. Der ist leer, den können wir auflösen. Da ist eine Person drin, die muss rüber geswitcht werden. Dann haben wir hier noch zwei Personen, die müssen rüber geswitcht werden. Das können wir aber machen, das ist nicht das Thema. Das ist nicht das Thema, Leute. So, die Tür muss hier wieder rein. Machen wir schon mal überall rein. Sieht das da schon mal wesentlich besser aus, Leute. Einen Raum noch, also zwei Betten brauchen wir noch. Ein Bett noch.
wir schon mal die ganzen Betten hier, ne? Die wir schon holen können. Schon mal gar nicht mal so übel. Gut, jetzt brauchen wir die ganzen Gerätschaften noch. Die werden wir hier installieren. Da haben wir es doch eigentlich schon gut geschafft hier. So nach und nach ist die Traumatologie auf dem besten Stand. Bis auf dem Stand, den wir haben wollen, auf Dauer. So, die Beatmungsgeräte noch hier. Dann der nächste dahin. Oh, noch welche? Da ist noch einer. Drei fehlen noch. Drei Stück fehlen noch. Da ist einer. Fehlen noch zwei Stück. Da ist einer. So ist der letzte freie. Gefunden. Sehr gut, dann brauchen wir jetzt die Wandsockel da. Wandsockeldinger. Die wollen wir natürlich auch nicht hier weglassen. Sollen die Patienten ja auch alles haben. Sieht gut aus. So geht's gut voran, ne? Eins fehlt noch, ne? Da. Dann haben wir das nämlich auch schon mal komplett. Dann brauchen wir die Wanddefibrillatoren und die Desinfektionsmittel. Ich meine, die Dinger sind auch ganz schön teuer, ne? 400, $500 für einen so einen Teil, das ist nicht gerade wenig, ne? Das ist nicht gerade wenig, $500 für so einen Teil. So, dann brauchen wir eine rote Blume noch und die Pflanze noch. Dann haben wir das nächste Zimmer fertig. Leute.
Hier sind jetzt keine Verwandlungsstation mehr, ne? Nee. Das heißt, alle Verbrennungsstationen sind jetzt hier vor Ort. Das passt. Eine Überwachungsstation sind zwei da. Mal einen anderen Boden rein, damit ich sehe, dass das aufgelöst ist. In welchen nehme ich nochmal? Den hier? Ja. So, dementsprechend, wir brauchen natürlich auch wesentlich mehr Personal jetzt. Daran soll es ja auch nicht scheitern. Toiletten werden wir noch hier errichten müssen. Ich weiß nicht, wie wir die Toiletten errichten. Vielleicht einzelne doch wieder. Sieht, glaube ich, besser aus, ne? Sieht, glaube ich, doch wieder besser aus. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall auch machen. Einzelne Toiletten. Machen wir in dem Bereich noch dazu. Da kommen die Wände weg. Dann werden wir hier die Toiletten aufbauen für die Traumatologie. 1, 2, 3. Dann müssen wir die Wände errichten. Wir machen da Fliesen hin. Und so machen wir so. So, nach außen kommt die Wand hin. Dann kommt da vernünftiger Boden rein. Dann machen wir da einen grünen Boden rein. Einen gelben. Schwarz. Oder grau? Grau. Oder wir machen blau. Machen wir blau. Dann kommt hier eine weiße Türe rein. Dann kommt da noch eine Trennwand rein. Eine Toilette. Ein Waschbecken. Ein Handtrockner. Und ein Spiegel. Kann man noch eine Pflanze hinstellen? Er sieht doof aus, ne? Ne, eine Pflanze passt halt sonst leider nicht mehr hin, ne? Aber gut, auf Toilette muss auch keine Pflanze stehen.
Das ist nicht nötig. Aber wir können sagen, okay, wir machen zumindest noch ein Licht dahin. Das sind Außenobjekte. Können Sie nicht noch ein Licht reinmachen? Also wo sind die Lichter? Wandlampe. Ja, so machen wir es. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Obwohl relativ teuer, ne? Ich würde eigentlich sogar sagen, zwei Toiletten. Machen wir zwei Toiletten, ne? Passt auf. Machen wir Folgendes. Wir machen zwei Toiletten. Weil ich eine schöner finde, ne? Nee, wir machen eine Toilette. Ja, genau. Dann werden wir das ganze Konstrukt kopieren. Wenn das noch dreimal hier hinsetzen. Dann haben wir insgesamt vier Toiletten hier, das sollte erstmal ausreichen. Genau. Und nächste Folge geht's weiter, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge geht's weiter. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und sage einmal in dem Sinne, bis dahin, Servus und Tschüss.